Hallo ihr Lieben, heute soll es um die Wechselwirkung gehen von L-Tryptophan in Kombination mit schulmedizinischen Antidepressivern. Allerdings, bevor wir mit dem Video anfangen, möchte ich eine ganz, ganz wichtige Sache loswerden. Eine wichtige Sache, die mir extrem am Herzen liegt, ist zu verstehen, bei allen Videos, die ich hier zum Thema Depression mache oder Burnout oder Schwangerschaftsdepression, dass alles, aber auch wirklich alles im Leben immer so viele Gesichter hat. Das heißt jetzt hier nicht, nimm die Kapsel und es wird dir blendend gehen und das ist super und alles ist gut. Vielmehr sollt ihr das so verstehen als Beilage zum Verständnis, dass es andere Stoffe gibt, die durchaus ein Potenzial haben, ähnlich wie Antidepressiva, meinen Zustand erträglicher zu machen. Weil die Depression alleine wird nicht durch eine Kapsel geheilt. Dafür braucht es Fachleute, Menschen, mit denen man ins Gespräch geht, mit denen man Dinge aufarbeitet, vielleicht einfach auch nur eine Kur, Zeit für sich selber, Selbstreflexion. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Aber selbstverständlich gibt es Vitalstoffe in der Naturheilkunde, die es mir ein bisschen leichter machen können, schnell zu einem Therapieerfolg zu kommen. Und genau darum geht es heute. Und um dieses Verständnis ein bisschen tiefer einzubringen, dafür ist diese gesamte Reihe Burnout, Antidepression bzw. Burnout und Antidepressiva bzw. Depressionen, was man da machen kann, Ursache etc. Darum geht das Ganze. So, aber jetzt zum eigentlichen Video. Wechselwirkung von schulmedizinischen Antidepressivern zu L-Tryptophan. In den letzten Videos hatte ich ja schon erklärt, dass L-Tryptophan ein natürlicher Stimmungsaufheller ist. Warum, wieso, weshalb? Ganz kurz nochmal darauf eingegangen. L-Tryptophan ist eine einfache Aminosäure, die als Grundbaustoff dafür da ist, damit der Körper mehr Serotonin bilden kann. Okay, also das ist so die einfache Version. Wenn du mehr wissen willst, schau dir die vorigen Videos nochmal an. Jetzt ist es so, wenn jemand hohe Dosen L-Tryptophan nimmt, wann fängt eine hohe Dosis an? Ab 6000 Milligramm täglich. Dann kann es zu Nebenwirkungen zwischen dem L-Tryptophan und den Antidepressivern kommen. Es ist ja klar, ein Antidepressiva, ein Serotoninhemmer, wie ich auch schon im Video erklärt hatte zuvor, ist ja kein Hemmer in dem Sinne, sondern sorgt dafür, dass das Serotonin, das vorhanden ist, das bisschen, was noch vorhanden ist bei der Depression oder beim Burnout, dass das dann länger auf den Körper einwirken kann oder beziehungsweise auf das Gehirn länger einwirken kann. Jetzt geben wir ja L-Tryptophan in einer hohen Dosis dazu. Es entsteht natürlich dementsprechend mehr Serotonin. Und das kann dann dazu führen, dass es zu einem Serotonin-Überschuss in Anführungsstrichen kommen kann. Therapeutisch sehe ich da eine Lösung, indem man zum Beispiel sagt, wir lassen die Serotoninblocker jetzt weg. Das wäre etwas, was ihr dringend dann mit euren Therapeuten besprechen solltet, weil es ist ja so, ihr habt ja dann endlich ein Plus an Serotonin, sonst würde das ja nicht passieren. Also wäre dann die Möglichkeit, das dann umzuswitchen, komplett nur noch naturheilkundlich zu gehen und keine Medizin mehr zu nutzen, also zumindest keine Schulmedizin mehr zu nutzen in dem Sinne. Aber natürlich das bitte mit dem Therapeuten besprechen. Aber woran merkst du denn dann jetzt, stellen wir uns mal vor, du hast 6000 Milligramm L-Tryptophan genommen, der Körper produziert mehr Serotonin. Woran erkennst du jetzt, dass du in einem Überschuss drin bist? Erstens Übelkeit. Zweitens übermäßiges Schwitzen. Drittens Benommenheit. Viertens und zuletzt Schwindel. Also wenn du eine dieser Symptome verspürst, weil du Antidepressiva nimmst und L-Tryptophan, dann sollte für dich klar sein, dein Körper bildet gerade selbstständig aufgrund der höheren Dosis von L-Tryptophan selbstständig endlich mehr Serotonin und jetzt ist der Point angekommen, wo es Sinn machen würde und könnte, tatsächlich mit der Schulmedizin runterzufahren. So, abschließend eine Sache ganz, ganz wichtig. Für dich sollte es verständlich sein. Wenn du in dieser Depression steckst, sei es eine Schwangerschaftsdepression, Burnout oder eine traumatische Depression, was auch immer, was es ist, ist es natürlich, soll es für dich ganz klar sein, du nimmst jetzt nicht L-Tryptophan, lässt alles andere weg und das wird schon alles, ne? Wie gesagt, sowohl schulmedizinisch als auch naturheilkundlich sind das alles nur Türöffner für dich. Und ganz klar, du brauchst einen Profi oder eine Profin, keine Ahnung, ne, jemanden neben dir, ein Fachmann, einen Therapeuten oder eine Therapeutin, die dir wirklich behilflich ist, weil die Gesprächstherapie, die Selbstreflexion, um die kommst du nicht
drumherum, die ist wichtig, die ist auch nötig, in den meisten Fällen zumindest. Ich will nicht abstreiten, dass es Menschen gibt, die das auch aus eigener Kraft heraus schaffen, aber die meisten halt eben nicht. Und die Sachen, die ich jetzt hier benenne, sind für dich Türöffner, um einfach halt auf eine natürliche Art und Weise deinen Körper zu unterstützen, ohne großartige Nebenwirkungen, beziehungsweise von den nebenwirkungsstarken schulmedizinischen Medikamenten auf Naturheilkunde umswitchen zu können. Aber du kommst nicht in aller Regel, wie gesagt, um eine gute Therapie drumherum in der Selbstreflexion. In dem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Selbstreflexion. Ich hoffe, dass du aus deiner Komfortzone raus kannst, um dich weiterzuentwickeln und um deine Probleme zu bewältigen. Ich fühle mit jedem einzelnen Menschen, der wirklich mit Depressionen zu kämpfen und zu leiden hat, weil ich selber weiß, wie sich das anfühlt, wenn man da drin steckt. Deswegen ist mir diese Reihe sehr, sehr wichtig. Und ja, ich hoffe, dass ich euch da ein paar Tipps mitgeben konnte. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Noah. Schönen Tag noch.